Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Du musst mir nicht antworten, du kannst mir ja gar nicht antworten, du bist ein Spiegel. Aber ich weiß doch ohnehin, wer die Schönste ist, und ich bin es nicht. Es ist meine Schwester Snow. Aber nicht mehr lange, ich will Rache. Und ich werde alles dafür tun. Und so starten wir direkt in Serenas Perspektive in den Part hinein. Sie macht gerade etwas sehr Unübliches. Sie ist in der Küche und backt einen Kuchen. Denn heute hat jemand aus der Familie Geburtstag. Und es ist ein besonderer Geburtstag für unseren Jaden. Und zwar wird er heute tatsächlich schon zum Senior. Deshalb werden wir die Geburtstagstorte gleich mal am Küchentisch servieren. Und dann kann sich die ganze Familie hier einfinden. Und Jaden wird die Geburtstagskerzen ausblasen und wird zum Senior werden. Alles Gute zum Geburtstag, Jaden. Alle feiern einfach voll. Und Jaden ist älter geworden. Das Alter. Schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. Serena wird am besten gleich mal zu ihm hingehen und ihm ein Kompliment machen. Sie wird ihm sagen, dass er natürlich noch toll aussieht und dass sie sich zu ihm genauso hingezogen fühlt, wie als er noch jünger war. Ich bin ja wirklich gespannt, wie lange unser Jaden noch unter uns weilen wird. An dieser Stelle fällt mir ein Kommentar von der lieben Jasmin ein, den ich unter einem der älteren Parts bekommen habe. Man könnte es ja so machen, dass Serena dann Snow tötet und dann ihren Mann heiratet. Und wenn Serena dann Kinder hat, hätte Cinderella wirklich zwei böse Stiefgeschwister. Und damit, dass Jaden jetzt ein Senior ist, hätte ich gesagt, der erste Schritt ist schon mal getan. Auf jeden Fall haben wir ja im Intro gesehen, dass unsere Serena sehr, sehr gerne Rache hätte. Sie möchte nicht mehr, dass ihre Schwester auf dem gleichen Planeten wie sie existiert. Dass Serena schrecklichen Taten nicht abgeneigt ist, haben wir ja an Rosa gesehen. Aber wie sie mit ihrer Schwester weiter vorgehen will, weiß sie natürlich noch nicht. Deshalb wird sie jetzt erstmal ein wenig im Internet surfen und schauen, ob sie hier vielleicht irgendeine Person kennenlernt, die ihr weiterhelfen könnte. Und Stunden später sitzt Serena noch immer allein im Büro ihres Mannes. Sie hat sich in diesem Zimmer eingesperrt und mittlerweile endlich gefunden, wonach sie gesucht hat. In einem Chatforum hat sie nämlich einen Mann kennengelernt, der zufällig ganz in der Nähe von ihr wohnt. Und der hat einen Beruf, wo er für Geld so gut wie jede Tätigkeit ausführt. Er ist Auftragskiller. Sein Name ist Manuel Ford und er ist Serena gegenüber tatsächlich ein wenig misstrauisch und sie bewundert ihn aber. Und er ist anscheinend in der Gamer-Gilde. Das ist natürlich nur ein Decknamen für seine Gang. Die Zeit verfliegt nur so, während es immer später wird und Serena immer weiter mit ihm chattet. Sie erzählt ihm von ihren Plänen, ihren Wünschen und von ihrem Hass gegenüber Snow. Was das Ganze übrigens noch tragischer macht, heute ist Weihnachten und Jaden und seine Kinder feiern hier draußen, verbringen eine schöne Zeit miteinander und währenddessen wird Serena von Rache und Eifersucht zerfressen. Und erst um kurz nach Mitternacht entscheidet sich Serena, die Planung für heute auf Eis zu legen und legt sich zu ihrem Ehemann ins Bett. Wirklich besser fühlt sie sich nach dem Chat natürlich noch immer nicht, aber tatsächlich hat sie ein Treffen mit Manuel ausgemacht. Da bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt. Und kurz nach 7 Uhr morgen ist Serena jetzt wieder aufgewacht mit einer nicht so tollen Nachricht. Und zwar versinkt anscheinend unsere Mieteinheit unter einem Müllberg. Und hier sind wir schon. Es ist jetzt ein Event gestartet und wir müssen in seiner Wohnung Müll beseitigen, als würde das ein Vermieter oder eine Vermieterin machen. Wir werden hier mal den Müll leeren. Irgendwie finde ich keinen Müll mehr. Dann rufen wir jetzt trotzdem die Müllabfuhr. Und schon ist die Müllabfuhr da. Okay, die Vermüllung ist vorbei. Das freut mich natürlich. Ich hoffe, wir werden nicht mehr wegen so unsinnigen Dingen belästigt. Moment mal, ist das, kann das Oliver sein? Woher wusste er, wo ich bin?
Snow, ich habe dich schon tagelang gesucht. Endlich habe ich dich gefunden und zum Glück geht es dir gut. Ich musste mich verstecken. Serena, ich glaube, sie will mich umbringen. Aber sie ist doch deine Schwester. Ich weiß, aber du musst mir glauben. Ich muss mich versteckt halten. Sie ist wirklich gefährlich. Keine Sorge, ich bleibe für immer bei dir. Gemeinsam schaffen wir das. Und hier sind wir nun bei unserer Snow und unserem Oliver. Wie ihr gesehen habt, hat er ja versprochen, für immer bei ihr zu bleiben. Und aus diesem Grund lebt er jetzt auch hier bei uns in dieser winzigen Hütte, die hauptsächlich aus Müll besteht. Deshalb leben hier nun Snow, Oliver und natürlich auch unser kleiner Sprinkles. Noch heißt er Sprinkles, denn der Part, in dem ich euch um Namensvorschläge gebeten habe, ist noch nicht online. Also ihr könnt mir gern auch noch hier drunter Namensvorschläge für unseren Sprinkles da lassen. Und wir wissen ja alle, dass unser Oliver aus einer ziemlich wohlhabenden Familie kommt. Deshalb kam er natürlich nicht mit leeren Händen zu Snow. Er hat 2000 Simoleons mitgebracht. Und mit diesem Geld werden wir jetzt mal die notwendigsten Dinge hier fürs Haus kaufen. Viel haben uns diese 2000 Simoleons tatsächlich nicht gebracht. Wir haben jetzt eine Küche mit Kühlschrank, Elektroofen und Waschbecken. Und hier oben haben wir noch ein Bett. Das bedeutet, die beiden müssen richtig dringend an Geld kommen, um irgendwie zu überleben. Snow lebt hier ja versteckt, also für sie bietet sich das nicht wirklich an, aber natürlich kann unser Oliver arbeiten gehen. Oliver ist ein guter Sim. Das bedeutet, Polizist würde sich, finde ich, anbieten für ihn. Außerdem würde ich ihn auch als Lehrer sehen. Oder wir gehen in eine ganz andere Richtung und er macht irgendwas Teilzeitmäßiges, also im Einzelhandel oder Barista oder Handarbeiter. Handwerksprofi, einfach irgendwas Handwerkliches, weil mehr als einen Schulabschluss hat er ja auch nicht. Aber das überlasse ich ganz euch, also schreibt mir gern in die Kommentare, welche Karriere unser Oliver einschlagen sollte. Dann wird unsere Snow mal wieder hier den Busch bestäuben und währenddessen kann Oliver hier ja ein paar Dinge sauber machen. Allzu viel vom Dreck kriegen wir leider nicht weg, aber er kann hier einfach mal ein bisschen beginnen und auch unserer Sprinkles etwas zu essen geben. Wir haben nun einige Stunden später, wirklich viel verändert hat sich leider nicht. Aber unsere Snow hat Hunger, deshalb können wir ja mal was zu essen zubereiten. Wir haben gar nicht so viel Auswahl. Was ist Halo Halo? Halo Halo ist wie ein kleiner Regenbogen in einem einzigen Gericht. Diese leckere Mischung aus verschiedenen Aromen wird auf den Philippinen vor allem im Sommer geschätzt und aus Kratzeis, Gulaman, Früchten wie Jackfrucht, Banane und Mango, Süßkartoffel, süßen Bohnen, Kokosnuss, Tapioca, Ube-Marmelade, Flan und Eiscreme zubereitet. Kurz gesagt, Halo Halo macht das Leben süßer. Klingt großartig, dann machen wir gleich eine Portion für Sie und Oliver. Und an dieser Stelle habe ich für diesen Part noch etwas geplant. Dazu möchte ich auf den Kommentar von Max Mustermann eingehen. Und zwar hat er geschrieben: Ich würde es passender finden, wenn Snow und Oliver eine große Hochzeit haben, mit einer mega großen Location und dann ziemlich schnell mit dem Baby machen beginnen. Spoiler, eine große Hochzeit wird es definitiv nicht geben, aber ich glaube, es wird so langsam Zeit für das erste Techtelmechtel. Deshalb wird Oliver Snow jetzt einmal die ewige Liebe erklären. Dann wird er mit ihr knuddeln. Dann können sie sich umarmen. Aber das Thema Hochzeit dürfen wir natürlich auch nicht ganz vergessen. Die beiden sind ja jetzt wirklich schon eine Weile verlobt. Und besser könnten sie sich nicht verstehen. Ihre freundschaftliche und ihre romantische Leiste ist ganz, ganz oben. Deshalb würde ich es super schön finden, wenn wir im nächsten oder übernächsten Part eine kleine Hochzeit veranstalten. Möglicherweise ja wirklich nur die beiden. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, dass die beiden ihr erstes Techtelmechtel hier in diesem Bett haben werden. Und nein, die beiden verhüten natürlich nicht. Und ich habe jede Menge wilde Mods in meinem Spiel. Also dabei könnte dann schon das erste Kind oder sogar die ersten Kinder entstehen. Immerhin liegen Mehrlinge eindeutig in der Familie.
Deshalb schreibt mir schon gerne eure Namensvorschläge in die Kommentare. Ob Snow schwanger ist oder nicht, können wir jetzt ja leider nicht feststellen. Wir haben ja nicht mal ein WC. Und du meinst, dass du sie wirklich finden kannst? Ich gebe ihnen mein Wort. Ich habe noch jeden gefunden. Und dann? Was wird mit ihr dann passieren? Darüber müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. Solange ich das Geld bekomme, werden sie ihre Schwester niemals wiedersehen müssen. Das habe ich gehofft. Dann sind wir also im Geschäft. 50.000 gegen das Leben meiner Schwester. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen.